Ich habe heute zu Gast David Arikan vom Garten- und Landschaftsbau, der wirklich ein Meister seines Fachs ist und wirklich was tun will, damit wir wieder Grün in die Städte bekommen. Und das ist mir ja auch ein großes Anliegen. Wir sind hier direkt am Hafen, am Stadthafen in Mülheim. Und alle Menschen wünschen sich ja eigentlich, dass es hier mehr Grün gibt. Wie würdest du das gestalten hier? Ja, Monika, erstmal schön, dass ich hier in Mülheim zu Gast sein kann bei euch. Ihr habt es echt schön hier. Hier gibt es tolle Ecken in Mülheim. Hier, muss ich gestehen, war ich bisher noch nicht gewesen. Man hat hier, wie ich sehe, sehr viel Potenzial. Also das Wasser hier, direkt dann das Tor zur Stadt. Aber was hier mir sehr negativ aufgefallen ist, die große Betonwüste. Mhm. Also wir haben hier wirklich Unmengen an Pflaster vorgefunden. Und man darf eins nicht vergessen, so ein Pflaster wärmt sich natürlich jetzt gerade im Sommer extrem auf. Ne? Mhm. Also ich merke es jetzt auch schon, ich fange hier an zu schwitzen. Mhm. Das liegt nicht nur in der Sonne, sondern auch, weil der Stein sich hier aufheizt und die Hitze abstrahlt. Mhm. Ne? Und gerade in Städten kann man eigentlich einen schönen Beitrag leisten, indem man ein bisschen mehr Grün einplant und dann auch für das Mikroklima sorgt. Wir wollen ja was fürs Klima tun, fürs Mikroklima, aber eben auch für Artenvielfalt, Insekten und so weiter. Ne? Klar, das ist natürlich dann etwas, was das Ganze mit sich bringt, wenn man ein bisschen mehr Grün einplant. Meinetwegen auch mutig ein bisschen auf Wildblumenwiesen geht, ne? Also auf Stauden in der Stadt, dann hat man auch dort natürlich auch für die Insektenvielfalt einen guten Beitrag geleistet. Kannst du dir vorstellen, wie man das hier machen könnte, damit man so eine große Fläche, die jetzt sehr verriegelt erscheint, auflockern kann und etwas zum Mikroklima beitragen kann? Ja, so spontan fällt mir einiges ein, aber man muss natürlich auch immer dafür Sorge tragen, dass A, die Funktionalität aufrechterhalten bleibt. Also überall, wo nachher Wege vorhanden sein müssen für den Transport oder auch Gehwege, da kann man fast nichts anderes machen, als eine Fläche zu versiegeln. Mhm. Oder man muss halt eine wassergebundene Wegedecke machen. Mhm. Ne, die ist dann nicht versiegelt, das Wasser kann versickern. Mhm. Das kennt man aus Parks. Mhm. Aber wenn es regnet, hat man auch etwas schmutzigere Füße. Mhm. Ne, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber man hätte hier zum Beispiel auch ein paar schöne Beete bauen oder einplanen können, wo man Bäume platziert, wo man wiederum mit Gräsern oder Stauden arbeiten kann. Das hätte diesem Platz hier, glaube ich, ganz gut getan. Mhm. Und wie kann man eigentlich überhaupt Menschen motivieren? Das machst du ja sozusagen auch in ihrer direkten Umgebung, eben mehr für Insekten, mehr für das Kleinklima, mehr auch für das Klima insgesamt zu tun. Denn wir haben ja so eine Tendenz, dass die Leute sagen, ja, ich habe nicht so viel Zeit und ich möchte es gerne pflegeleicht haben. Was empfiehlst du da? Ja, das Wort pflegeleicht ist tatsächlich so der Begriff des Jahres, zumindest für mich, weil das ist oft in den Köpfen der Menschen, wenn die Gartenarbeit sehen, bekommen sie erstmal wie so einen Strick um den Hals gebunden, weil jeder oder viele sind beruflich so stark eingebunden, dass sie kaum noch Zeit haben, den Garten zu pflegen. Deshalb heißt es dann, bitte pflegeleicht anlegen. Aber der Trugschluss ist meistens, eine Fläche anzulegen mit Schotter am besten, ein Vlies drunter. Das wird oft als pflegeleicht interpretiert, was in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Weil bei einer Schotterfläche muss man immer damit rechnen, dass sich auch Blätter mal da absetzen. Die werden sich zersetzen, daraus entsteht Humus und dann wächst da auch Unkraut. Und jeder, der schon mal aus einem Vlies Unkraut herausgezupft hat, weiß, wie schwer es ist. Es ist sehr mühselig und es ist zum Verfluchen. Deshalb rate ich immer dazu, gerne auch mal Staudenkonzepte sich anzusehen, sich da auch adäquat beraten zu lassen. Denn wenn man eine Wildblumenwiese zum Beispiel anlegt, muss man diese zweimal im Jahr mähen. Das interpretiere ich als pflegeleicht. Ja, es ist sogar pflegeleichter als eine Rasenfläche anzulegen. Und es sieht auch, eine Rasenfläche wie ich muss man finde, wahrscheinlich 12-mal mähen und eine Wildblumenfläche eben nicht. Ne? Genau, das ist dann halt deutlich weniger an Pflege. Man muss es nur dann natürlich mit seinen Gedanken in Einklang bringen. Ne? Dass es auch okay ist, wenn mal was wild wächst. Ne? Das ist nicht direkt Unkraut. Also das heißt, im Kopf muss sich auch was ändern. Das Wort Unkraut muss eigentlich weg und dafür muss vielfältiges Kraut, was nützlich sein kann. Ne? Genau, also Unkraut gibt es eh nicht. Das sind dann Wildkräuter, wie man so schön sagt. Aber es darf halt nicht
damit interpretiert werden, dass es jetzt schmuddelig ist, dass es ungepflegt ist. Gerade in Vorgärten legt man hier in Deutschland sehr, sehr viel Wert darauf, dass es strukturiert, sauber, ordentlich ist. Aber sauber und ordentlich kann auch eine dafür ausgewiesene Fläche sein, wie zum Beispiel da drüben, das habe ich gerade auch beim Vorbeigehen gesehen, mitten in der Stadt eine ausgewiesene Fläche, wo Wildblumen wachsen. Ja, so, das wirkt auch ordentlich. Ja, ne? Und dafür ist dann der Landschaftsarchitekt oder der Landschaftsgärtner ganz gut heranzuziehen, der dementsprechend den Kunden da abholt bei diesen Themen. Hier kannst du was machen, hier können sich Pflanzen entwickeln und hier hast du deine Gehwege. Und so kann man da strukturiert eine Gartenplanung machen. Ich glaube, es ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, den du auch noch als Hilfestellung leisten kannst. Inzwischen gibt es ja auch viele Materialien, die man im Garten einsetzen kann, die eben auch kompostierbar sind. Zum Beispiel auch Bänder, die man für das Abbinden von Dingen benutzt oder auch Plastiktüten etc. Vielleicht kannst du darüber noch sprechen, weil das ja ein bisschen auch dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entspricht. Ne? Ja, absolut. Also das ist in unserer Branche schon längst angekommen, das Thema, dass gerade auch jetzt bei der Pflege von Grünanlagen, wo man ja eigentlich der Umwelt was Gutes tun möchte, eigentlich mehr der Umwelt was Schlechtes tut. Weil wenn man beim Freischneider zum Beispiel diese Kunststofffäden benutzt, dann wird ja immer wieder beim Abrieb auch Mikroplastik den Beeten zugefügt, was umweltschädlich ist, definitiv. Und da haben schon diverse Firmen sich Gedanken darüber gemacht. Und es gibt tatsächlich schon Fäden, die dann kompostierbar sind. Ja, das ist eine ganz tolle Sache und ich glaube, viele wissen das noch nicht. Und deswegen versuchen wir ja auch in Mülheim hier eine Cradle-to-Cradle-Gruppe zu machen, um auch diese Informationen mehr in die Leute reinzutragen, dass eben alles Nährstoff ist. Entweder technischer Nährstoff für neue Produkte oder biologischer Nährstoff, der dann eben Humus wird. Und ich wünsche mir natürlich sehr, das ist hier dir ja auch ein großes Anliegen, dass wir vielleicht Aufklärung und Beratung, vielleicht einen Wettbewerb machen gegen Schottergärten, sodass wir einfach sagen, Leute, ihr kriegt eine Beratung von uns, damit ihr das umgestalten könnt. Würdest du da mitmachen? Absolut. Also das wäre mir ein großes Anliegen. Ja. Die Stadt, also das Bundesland Baden-Württemberg hat ja jetzt mittlerweile sogar beschlossen, dass keine Schottergärten mehr angelegt werden dürfen. Also das ist da in Stein gemeißelt. Aber mit Verboten muss man nicht unbedingt nach vorne gehen. Also ich finde es immer besser, da den Dialog zu suchen, den Menschen abzuholen, Alternativen aufzuzeigen. Und ich finde, das kann man mit deinem Vorschlag dann sehr gut machen. Ja, ich finde auch die Idee zu sagen, es gibt schöne Stauden oder es gibt eben diese Blütenwiesen, die man viel weniger mähen muss, sind doch eigentlich eine gute Alternative und vielleicht für die Menschen auch handhabbar, die wenig Zeit haben. Ne? Absolut, sehe ich ganz genauso. Ne? Und vor allem die Insektenwelt, die wird sich darüber freuen. Das ist ganz wichtig, denn wir haben ja einen Rückgang von Insekten, der ist enorm und den müssen wir unbedingt voranbringen und gleichzeitig hält das ja auch besser das Wasser, ne? Wenn du mehr Pflanzen hast. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt und vor allen Dingen ernähren sich die überwiegenden Insekten von Pollen. Ja. Ne? Und wenn die einfach nicht zur Verfügung stehen für die Ernährung, dann werden die Insekten aussterben. Ne? Und dann gibt es auch keine Vögel mehr, weil die auch keine Nahrung haben. Richtig, ne? Das ist ja ein Kreislauf, der sich dann schließt im negativen Sinne und da kann jeder Bürger einen guten Beitrag leisten. Und das Positive daran ist einfach, wir haben insgesamt auch ein schöneres Stadtbild. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aufruf. Danke, David, dass du hier warst und dass du uns einfach mal deine Einblicke mitgeteilt hast. Und wir werden dann versuchen, das auch umzusetzen. Vielen Dank erstmal. Ja, ich danke dir auch, Monika.